Hallo, hier ist Thor Alexander und Mario. Und wir reden heute über DefiPulse und über DefiPrime. Dann leg mal los, Mario. Genau. Hallo, hallo. Thor, ich habe dir heute wieder zwei Seiten mitgebracht, die wir uns zusammen angucken können, nachdem wir uns schon CoinGecko und CoinMarketCap angeschaut haben. Diesmal geht es nur um DeFi, wie unser Name ja schon vom Podcast sagt. Und erstmal würde ich dir gerne DefiPulse.com erklären und zeigen. Das ist eine schöne Statistikseite, die dem Nutzer der Seite zeigen soll, wie die Werte, die in den dezentralisierten Finanzprotokollen auf Ethereum gebunden sind, immer weiter steigen, beziehungsweise die einfach den Verlauf der Werte den Nutzer mal vor Augen führen sollen. Und da sieht man, es ist jetzt alles auf Englisch natürlich, weil es ist eine amerikanische Seite. Aber wer das sich gerne mal durchlesen möchte, der kann auch Browser-Erweiterungen benutzen, um das alles auf Deutsch übersetzen zu lassen. Da sich das aber mit den Statistiken unten ein bisschen beißt, lassen wir es jetzt hier erstmal auf Englisch. Ich versuche es dann aber einfach ein bisschen Deutsch mit zu erklären. Wir erkennen hier sozusagen erstmal die gesamten Dollarwerte, die in allen von DeFi Pulse beobachteten DeFi-Protokollen auf Ethereum natürlich nur gebunden sind. Das sogenannte Total Value Locked, darüber haben wir auch schon mal in unserem dritten Podcast gesprochen. Hier erkennen wir heute schön den Kursfall bei Ethereum. Aber das selber ist jetzt natürlich noch keine wirklich aussagekräftige Nummer, weil, wie wir es schon sehen, ist natürlich abhängig immer vom Kurspreis, ne? Und das bringt uns an Tagen wie heute nicht wirklich viel. Wir wissen nämlich nicht, ob wirklich mehr Ethereum in die Protokolle gebunden wurde, aber da haben die uns hier solche schönen Reiter noch mit reingebaut. Wir können uns also auch noch anzeigen lassen, das gesamte Ethereum, was im DeFi-Bereich sozusagen gebunden ist. Und da sehen wir, wenn wir uns das noch auf ein Jahr vielleicht mal umstellen, nicht nur 90 Tage, sehen wir, dass wir auch hier seit letztem Jahr Millionen, hier hat man 3 Millionen, 2,7 Millionen, jetzt sind wir bei 9 Millionen, also 6 Millionen mehr Ethereum, die gebunden sind im DeFi-Sektor. Hier sehen wir ganz gut den Abfall von 9 Millionen auf 7 Millionen. Weißt du, was da passiert ist, warum das so gefallen ist, Thor? Kannst du das? Nein, das ist Ethereum 2.0 Staking. Ethereum 2.0 Staking, also Ethereum 2.0 soll ja, die Beacon Chain wurde ja von Ethereum gestartet, die Ethereum versucht zu skalieren. Die Transaktionskosten sind ja sehr hoch zurzeit, weil die Blöcke immer so voll sind und dadurch, die haben aber Ideen, wie sie skalieren können und das Ganze haben sie zusammengepackt unter dem Namen Ethereum 2.0 und an der Stelle hier, das ist ja der Wechsel von Proof of Work auf Proof of Stake bei Ethereum und da wurde angeboten sozusagen, dass man Ethereum staken kann für den Start des Ethereum 2.0. Wenn ich mich recht entsinne, brauchten die eine gewisse Anzahl an Ethereum, also an Ether, die gebunden sind und da erkennt man hier schön, da sind sind viele losgegangen, haben ihr Ethereum aus oder ihr Ether aus DeFi-Protokollen gezogen und haben sie in das ETH 2.0 Staking gesteckt, denn auch da bekommt man für seine ETH Prozente sozusagen vom Netzwerk bezahlt. So funktioniert es. So gibt es jetzt schon Prozente? Ich glaube, das war doch nur, um sich einen Platz zu sichern, um später Prozente zu kriegen. Genau. Anscheinend sind das Hardcore Ethereum-Fans gewesen, die auf die Prozente, die sie im DeFi-Sektor bekommen können, einfach verzichtet haben und gesagt haben, wir unterstützen jetzt Ethereum in dem Sinne, dass wir unsere 2 Millionen ETH insgesamt in das ETH 2.0 Staking stecken, um sozusagen das Signal zu geben, dass die Transformation auf das Ethereum 2.0 starten kann. Also noch eine Frage, ja? Mario, du hattest vorhin, als du in der US-Dollar-Ansicht waren es irgendwas über 30 B. B steht wahrscheinlich für Milliarden. Ja, Billions, Milliarden, genau, stimmt. Und jetzt, genau, also
Also 38 Milliarden US-Dollar sind aktuell in DeFi-Projekten auf der Ethereum-Blockchain gebunden. Und wenn du jetzt Genau. auf Ether stellst, ETH, Genau, haben wir Ether, das ist 9,3 Millionen Ether. Genau. Und Bitcoin gibt es natürlich auch, ne? Dann gehen wir auf Bitcoin. Wir haben ja auch Bitcoin. Da sind die Anzeigen ist ein bisschen komisch. Da stellen wir mal auf 30 Tage um. Ist am Fallen. Ich weiß allerdings nicht, warum. Die Leute wollen ihre Bitcoins nicht in DeFi haben, anscheinend gerade. Wer weiß, was sie damit machen. Oder es gibt jetzt auch DeFi-Projekte auf Bitcoin. Ist das so? Ich habe Ja, davon doch, wir nichts haben ja gehört. im Vorgespräch, hast du mir ja was gezeigt, da kommen wir ja nachher noch dazu. Weil wir hatten ja dem Dennis auch eine Frage gestellt gehabt, welche DeFi-Projekte er auf Bitcoin kennt und er kannte keine. Gut, ich kenne auch keine, weil wir uns da noch nicht intensiv mit beschäftigt haben, aber. Wir kommen ja nachher noch dazu, da gibt es ein paar kleine Sachen, wo man durchaus mal einen Blick reinwerfen kann. Das genau, das zeigt man dann noch bei DeFi. Was haben wir da? Maker-Dominanz bei Bitcoin? Ach so, das ist Genau, ja, wahrscheinlich das ist generell. Genau. vom Prep Bitcoin, der die meisten hat, oder? Nee, um Himmels Willen, das ist, ich denke, ich gehe mal, ich sage mal, das geht gar nicht hier, das basiert gar nicht mehr, also die Maker-Dominanz basiert gar nicht mehr auf dem hier. Da geht es schon weiter. Es geht einfach darum, dass die Maker-DAO mit ihrem DAI, den sie ja anbieten, 15% oder 15,73% aller gelockten Dollar beziehungsweise aller gelockten Werte in DeFi sind im Maker-Protokoll drin, sozusagen. Also sprich, ja genau, das hat aber nicht jetzt, das ist unabhängig von diesem Bitcoin und von dem Ethereum und dem US-Dollar. Es ist einfach die Maker-Dominanz. Maker ist das beliebteste, anscheinend das beliebteste, oder nicht, eigentlich nicht das beliebteste, weil hier hat ja Compound, ist ja größer, der Maker. Das ist wahrscheinlich einfach nur eine beliebte Zahl, die sie sich hier hinschreiben. Das muss ich jetzt Okay. zugeben, das weiß ich gar Dann nicht. machen wir weiter. Genau. Und dann haben wir noch den DeFi Pulse Index, den die hier anbieten, den sie ja ganz groß auf ihre Seite schreiben. Im Prinzip, das habe ich mir vorhin mal angeschaut, ist das wie ein kleiner DeFi-ETF. Wenn ich das jetzt, ich hoffe, ich sage damit nichts Oder wieder Falsches, wenn DAX man. vielleicht auch. Oder wie das genau gibt. Das sind im Hintergrund liegen hier Token sozusagen. Wollen wir uns das gleich mal anschauen? Ja, dann gehen Ich wir gehe direkt mal mal hier rein. auf den Link hier, Index Coop, dann schauen wir uns das mal an. Im Prinzip ist der DeFi Pulse Index ist der DPI Token. Und dieser DPI Token bildet, und das gucken wir uns gleich mal an, bildet verschiedene Token des DeFi Sektors ab. Und ich würde sagen, die kaufen den im Hintergrund und legen den in das Protokoll und damit erhält das Protokoll jeweils den Wert. Beziehungsweise der einzelne Token jeweils den Wert. Aber wir gucken gleich nochmal weiter nach unten. Sozusagen, hier haben wir die ganz normale Preiskurve. Wir wären jetzt auch in der Lage, hier bieten sie uns natürlich schön groß an, diesen DPI-Token zu kaufen mit Ethereum, wenn wir eine Wallet verbunden hätten. Guck mal, Das gib mal ein Tutorial. ETH ein. Wie viel Ja. DPI kriegt man da? Gar nichts, weil wir keine Wallet verbunden haben. Ach, doch, guck Doch. mal, er hat nur lange gerechnet. Genau. Also für ein Ethereum, was er mir hier sagt, 1600 Dollar, kriegt man 4,2 DPI. Jetzt fragt man sich aber, was ist denn, wie viel, was steckt denn jetzt dahinter? Und da guckt man nochmal nach. Es sagt also, minimal bekommen wir, das hat jetzt aber dann schon wieder was mit dezentralisierten Traden zu tun, Minimum bekommen, würden wir das bekommen. Und wir müssten natürlich wieder die Netzwerkgebühr bezahlen, das ist ganz schön hoch, und wir würden den von Uniswap kaufen. Aus dem Uniswap-Protokoll. Allen Neulingen würde ich dann eher empfehlen, dann mal lieber hier zu klicken und den Guide sich anzugucken. Aber deswegen erklären wir es ja jetzt gerade. Hier sehen wir nochmal Ist aber heute, also. heftig im Vergleich zu gestern minus 8% und im Monatsvergleich nur 1% plus. Das ist ja immer das, was ich witzig finde, wenn Leute sagen, na, ist der Bitcoin wieder total gefallen oder ist wieder alles am Fallen? Weil in der Presse hört man halt immer nur, wie er fällt. Aber dass es davor so einen großen Anstieg gab und der immer noch ein Plus ist im Vergleich zu einem Monat von vor einem Monat, das wissen die meisten Leute, die sich damit beschäftigen, halt leider nicht. Ne? Aber jetzt kommen wir auch schon zu den Verteilungen. Also sprich, ich kaufe immer einen DPI-Token und
Ich habe jetzt nicht wirklich die Zeit, mich mit allen DeFi-Projekten zu beschäftigen. Und ich weiß nicht, welche Kryptomünze jetzt steigen wird und welcher Token steigen wird und welcher fallen wird. Und das ist ja wie im Aktienmarkt, ne? Ich kann auch nicht jeden Tag mir alle Aktien angucken. Und wenn ich das nicht möchte und weil ich da keine Zeit oder keine Ahnung habe, dann kaufe ich mir ja einfach einen ETF, der das für mich im Hintergrund alles macht. Ja? Und so würde ich sagen, ist das Gleiche hier bei diesem DPI-Index, denn der DPI-Index, ein DPI, enthält 4,8 Uni-Token. Das enthält auch unseren Lieblingstoken hier und den AVE-Token. Synthetix hat damit drin den Sushi-Token, was ja eine direkte Kopie von dem Uniswap ist. Es enthält den Maker-Token. Maker hat man vorhin auch schon mal gehört. Das war das Protokoll, was den DAI-Stablecoin, also den DAI-Krypto-Dollar sozusagen rausgibt. Compound ist, glaube ich, auch ein Verleih- und Leih-Protokoll. Und weitere sozusagen. Ne? Wifi, das ist der Token zum Yield Farm. Ren, weiß ich jetzt gerade nicht. Genau, aber hier hat sich jemand, die Leute von DeFi Pulse, die haben sich die Gedanken gemacht, was bieten wir sozusagen Leuten an, die nicht wirklich die Zeit haben, sich die ganze Zeit mit DeFi zu beschäftigen, die aber irgendwie auch mal kaufen und verkaufen wollen. Also haben sie den Index erstellt und da kann man den Index kaufen und der trackt die Preise der jeweiligen DeFi-Projekte. Ja, eigentlich eine gute Sache. Gehen wir nach oben wieder. Wobei, ja, mit dem Herrn Awe haben wir Mitte April nach Ostern haben wir einen DeFi-Podcast ausgemacht. Also da werden wir, denke ich mal, auch noch ein paar interessante Sachen hören. Genau, das wird gut. Das wird gut. Hört euch das auf jeden Fall an. Ich werde es mir auch anhören. Genau, aber dann gehen wir hier also sozusagen schon mal wieder raus, würde ich sagen. Gehen wir zurück zu DeFi. Aber es gibt noch weitere, sagen wir, Index-Token, oder? Ja, stimmt, genau. Recht hast du. Wir gucken mal ganz kurz, denn wir haben ja gelernt, DPI ist ja ein Token. Und welche Seite benutzen wir, um unsere Token anzugucken? Natürlich. Naja, nicht CoinMarketCap, sondern CoinGecko. So ist es. Deswegen habe ich da schon mal was vorbereitet. CoinGecko trackt natürlich auch den DeFi Pulse Index mit. Na, und auch hier kann man, geben sie einem die Möglichkeit, das zu kaufen und zu verkaufen. Man kriegt hier auch diese Index-Coup-Seite, die wir hier oben ja schon gesehen haben. Wir haben hier nochmal die Möglichkeit, bei medium.com nachzulesen, worum es eigentlich geht bei der ganzen Sache. Und dann sieht man hier die Tags wieder. Und es ist eben ein Index-Token oder ein DeFi-Index-Token. Jetzt haben wir vorhin auf den Vorbereitung den DeFi-Index-Token uns angeschaut. Aber wenn es auch ganz normale Index-Token gibt, würde ich doch nochmal in die reinschauen. Ja, mach. So, und da sehen wir hier Index, Top-Index-Währung, also Token-Währung nach Marktkapitalisierung. Da sehen wir also der DeFi-Pulse-Index, das ist der beliebteste, das ist anscheinend der beliebteste Index-Token. Mhm. Die waren, wenn ich mich recht entsinne, auch die ersten, die sowas angeboten haben. Also die sind in der Form wirklich die Marktführer. Ja. Aber roter Tag heute, schlechter Tag zum Aufnehmen eigentlich. Aber alles, was runtergeht, geht irgendwann natürlich auch wieder hoch. Aber wir sehen hier mit 154 Millionen Euro an Marktkapitalisierung. Es ist auf jeden Fall nicht unbeliebt, sowas, solche Indexe zu investieren. Immer da, Cryptocurrency Top 10 Index gibt es da unten auf Platz 4. Naja, genau. Das ist auch ein Index anscheinend, aber der ist wahrscheinlich wieder ganz anders gewichtet als der DeFi Pulse. Klick mal drauf. Genau. Und dann Was haben wir da alles drin für Währung? Das wäre jetzt interessant rauszufinden. Das muss ich mal ganz kurz nachschauen. Ich gehe mal nach unten. Aber ich sage mal, hier finde ich es nicht. Ich werde höchstwahrscheinlich selber auf die Webseite mal gucken müssen. Gucken wir mal. Aha, also es ist in der Beta. Benutzt es auf euer eigenes Risiko und steckt nicht mehr Geld rein, als ihr bereit seid zu verlieren. Danke dafür. Das ist wirklich wichtig, weil das ist, wie gesagt, ja, das ist der typische BaFin-Hinweis, Totalverlustrisiko. Cryptocurrency Top 10 Index hat man ja gerade gesagt, ne? Da würde ich einfach mal, die bilden also auch noch den Degen Index, das ist der sogenannte, wahrscheinlich der Degenerate Index, da sind wahrscheinlich die
Das ist Aber es etwas, gibt noch was. weitere auf Platz 3, Oracle Top 5 Index. Ja, genau. Der Oracle Top 5 Index gibt es auch noch hier mit einer Marktkapitalisierung von 446.000 und den DeFi Top 5 Index. Tja, aber wir wollten ja eigentlich den Cryptocurrency Top 10 Index angucken. Also sprich, wahrscheinlich würde ich mal sagen, die Top 10 Coins, die Top 10 Cryptos, beziehungsweise Münzen. Ah, genau, sehen wir es schon. Sozusagen die Assets, die hier drin sind, haben wir also, der bildet also einen Teil Chainlink, ein Teil Uniswap. Jetzt habe ich allerdings keine Aufstellung wirklich. Das sind aber alles nur Ethereum-Token. Sind alles nur Ethereum-Token, genau. Weil ich dachte jetzt wirklich Krypto, also Bitcoin und Ripple und was da kommt, noch was. Ne? Da müssten sie eigentlich Rap Bitcoin mit hier reinmachen. Ja. Ja. Ja, deswegen wollte ich gucken und Frappt, weiß der Kuckuck noch was, Frappt Ripple und Bitcoin Cash. Ja. Ja, also sagen wir mal so, das ist alles noch sehr neu. Es ist ja alles noch, generell ist ja Krypto noch nicht so alt und auch Ethereum ist ja noch jünger und dann ist DeFi noch ein bisschen jünger und diese Index-Tokens, die da entstehen, das ist alles noch sozusagen wie der Wilde Westen, würde ich dazu sagen. Also die Protokolle sind ja selber alle noch unsicher und ich meine, das ist alles Spielerei. Wer hier teilnimmt, sollte wissen, dass das alles noch Spielerei ist. Allerdings wächst das. Haben wir ja gesehen. Die Kurven gehen nach oben. Also die, vor allen Dingen auch die Kurve der Beteiligten in der Form, dass halt mehr Geld reingesteckt wird. Mal sehen, wann das wirklich für den ungelernten Nutzer möglich ist, daran teilzunehmen vielleicht. Machen wir weiter. Genau. Wir sind jetzt ein bisschen abgekommen, machen wir zu, ja. Genau. Wir sind davon weggekommen. Mhm. Wir hatten also den DeFi-Kursindex, genau darüber haben wir gesprochen. Wenn ich das schaffe, meinen Kopf da, meine Gedanken darum irgendwie rumzubinden, um dieses ganze Ding, dann gibt es vielleicht auch nochmal dazu ein Video. Aber jetzt machen wir erstmal mit DeFi-Kurs weiter. Ja, machen wir mit DeFi. Also ich denke mal, es wäre eine interessante Sache, mal die Indexer sich ein bisschen näher anzugucken, was da gemacht wird und wie sie es machen. Ne? Da kann man also, könnten wir sozusagen zum Fondsmanager werden, fast schon. Richtig. Also, wir können einen Indexfonds anbieten. Wir könnten DeFi jetzt Token anbieten. Genau, genau. Aber mit Frappt Bitcoin drin. Das ist ganz wichtig, natürlich. Genau, genau. Aber wir sind jetzt erstmal wieder bei DeFi jetzt sozusagen. Wie gesagt, das ist eine Statistikseite eigentlich. Wir haben also uns gesehen, das lockt Bitcoin, sind wir bei 30.000. Aber woher kommen eigentlich die Zahlen? Was sind eigentlich die Protokolle, die hier oben mit abgebildet werden? Habt ihr euch bestimmt alle schon gefragt. Hier unten sehen wir es. Hier ist die Rangliste der Top-DeFi-Produkte sozusagen sortiert. Hier jetzt erstmal nach Bitcoin natürlich. Jetzt gehe ich nochmal hoch und mache es nochmal sortiert nach Ethereum. Und da, jetzt... Da sehen wir es. Hier haben wir die Maker-Dominanz sozusagen. Die wir vorhin oben gesehen haben, mit 15,73. Hier sehen wir es. Maker ist dominant, was das gelockte Ethereum angeht. 2,9 Millionen Ethereum gelockt in Maker. Und hier sehen wir aber auch, die roten Zahlen wirken sich dann im Ethereum-Preis wirken sich nicht wirklich darauf aus, ob jetzt da mehr Ethereum reingesteckt werden, das Protokoll oder nicht. Also die Leute sind sich ihrer Sache anscheinend sicher und außer hier bei SushiSwap. Das ist aber auch was anderes. Ja. Wir waren ja, über Maker hatten wir ja schon mal gesprochen und auch über dezentrale Börsen haben wir gesprochen. Hier unten ist natürlich alles drin. Ja, da stellt man jetzt ein Lending, also ein Ausleihprotokoll einer DEX gegenüber. Aber so, um es mal zu sehen überhaupt, wie viele, was für Werte darin eigentlich gebunden sind, ist es ganz schön. Und wir haben ja hier oben außerdem noch die Möglichkeit, nur auf Lending oder nur auf dezentrale Börsen oder nur der Bewahrung. Gehen wir auf DEXs. Genau, gucken wir mal in die DEXs rein. Also sprich die dezentralen Börsen. Kriegt man nur die dezentralen Börsen angezeigt. Wir sehen hier SushiSwap. Aber hier wieder dann nur in US-Dollar. 3,9 Milliarden Dollar in SushiSwap. Und das war mir gar nicht bewusst, dass Uniswap... nur auf dem dritten Platz ist, was das angeht. Ja, vorhin war er eins hinter SushiSwap. Da kam dann noch Curve dazu, genau. Auch von Curve hatte ich auch schon mal gesprochen.
Hier, das ist im Prinzip eine dezentrale Börse. Die haben ein Protokoll, was darauf optimiert ist, Stablecoins beziehungsweise als Kryptodollars gegeneinander zu tauschen. Hier verkaufst du nicht Ethereum gegen irgendwas, sondern hier verkaufst du meistens den einen US-Dollar-Token gegen den anderen US-Dollar-Token. Sehr billig soll das sein. Ich habe es selber noch nicht gemacht. Aber guck mal, wie wir hier unten haben. Genau, genau. Platz 6 haben wir den Sergi mit One Inch, den haben wir ja nächste Woche im Podcast. Genau. Und das One Inch Liquidity Protocol steht auch für One Inch Version 3. Also das ansonsten, wir können ja mal ganz kurz weiter runter gucken, ob man noch One Inch so bekommt. Nee, seht ihr, haben sie schon rausgenommen. One Inch Liquidity Protocol kam letzte Woche raus und es soll alles besser machen. Es soll ab jetzt noch günstiger sein, mit One Inch zu traden. Das wird interessant. Da bin ich gespannt, was der Sergej euch beiden dann so ein bisschen erzählt. Da freue ich mich drauf. Genau. Und Uniswap bringt auch seine Version 3 raus. Soll angeblich am 5. Mai soweit sein, wenn ich das mich aus dem Blogpost richtig gemerkt habe. Ja, ich denke mal, das war auch Ansporn für Sergej, das vor Uniswap zu machen. Auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall, ich bemerke, dass es ist in der gesamten DeFi-Szene eine Bewegung in Richtung Version 3 sozusagen. Also alle wollen ihre Version 3 zurzeit rausbringen. Ja, besser als Ethereum. Die gehen jetzt erstmal auf Version 2. Das stimmt. Welche Version hat Bitcoin eigentlich, Thor? Keine Ahnung. Das müsste man mal bei GitHub gucken, machen wir jetzt mal nicht, aber das können wir ja irgendwann mal im nächsten Podcast nachschieben, da gucke ich mal nach. Okay. Also genau. Bitcoin war ziemlich lange unter Version 1, ich glaube, die sind bestimmt, also irgendwann, als ich mal geguckt hatte, vor ein paar Jahren, das ist wirklich schon ein paar Jahre her, da war es, glaube ich, 0.96. Oh Gott. Naja, also da ist Ethereum also gar nicht so schlecht. Ja, die haben sich zumindest schon mal zu Version 1 getraut. Immerhin. Wie gesagt, ich muss gucken, ich weiß es nicht. Vielleicht haben Bitcoin jetzt mittlerweile auch Version 1 nach 10 Jahren, aber ja. Zeit wäre es. Aber ich schaue mal nach und dann liefere ich das mal nach. Version, solange der Bitcoin läuft und nicht und immer noch das macht, was er soll, ist die Version ja eigentlich. Ja, man darf ja nicht vergessen, Bitcoin ist das stärkste Netzwerk. Es gibt kein Netzwerk, was stärker ist. Und das, was als Bitcoin-Hacks draußen immer so rumgeistert, sind ja irgendwelche zentralen Stellen, Börsen oder Leute, denen halt ein paar Bitcoin abhanden gekommen sind. Genau. Das Netzwerk selber ist recht sicher. Es gab da mal ein paar kleinere Pannen, aber die werden halt schnell gelöst. Und wenn, ein paar größere Pannen, die sind auch schon mehrere Jahre her. Ja. Okay, ja. Damit gut, dann machen wir weiter. Den Bereich sozusagen von DeFi Pool ist schon fertig. Wir können jetzt hier noch durch... Wäre für mich interessant. Gehen wir auf die Payment-Token, es werden wahrscheinlich die US-Dollar-Dinger sein, die IOU-Token. Nee, nicht mal. Nicht mal, um Himmels Willen. Wir haben hier zum Beispiel das Lightning-Netzwerk. Guck mal, hier haben wir was von Bitcoin. Mhm. Sogar dabei. Das sind sozusagen also die Netzwerke, die wirklich zum Bezahlen genutzt werden sollen. Mhm. Von Flexa habe ich schon mal was gehört. Das ist auch ein Protokoll. Tornado Cash, also aber habe ich nicht weiter verfolgt. Tornado Cash kenne ich, das ist da kann man anonym Ethereum durch die Gegend schicken. Mhm. Also sprich, ich könnte da von 0,1, 10 oder 100 Ethereum in das Protokoll stecken und kriege dann einen Unicode Hash beziehungsweise einfach einen Text, eine Textzeile, die könnte ich dir geben. Und die gibst du bei Tornado Cash ein und dann holst du dir aus dem Protokoll sozusagen das Ethereum und niemand kann nachverfolgen, wer an wen. Also es ist im Prinzip ein sogenannter Tumbler, sowas gab es schon mal, also ein Mixer, ein Münzmixer, damit man seine Spuren verwischen kann, wenn man das machen möchte oder muss. Ja. Und ansonsten Polygon, ist das Matic, kann das sein? Naja. Lightning-Netzwerk, genau, also Bitcoin ist ja das, Lightning-Netzwerk ist ja das Bezahlnetzwerk von Bitcoin. Ist es nicht wie ein Layer 2 für Bitcoin vor? Ja, das ist Layer 2 und es gibt noch Rootstock, der
Sergio, der hockt in Buenos Aires in Argentinien, der werkelt da schon länger mit Rootstock dran rum und die machen sogar Layer 3. Also Layer 2 ist bei Rootstock die Smart Contract Fähigkeit, Bitcoin mit hinzuzufügen, und Layer 3 ist dann ein Zahlennetzwerk wie Lightning im Layer 2, und bei Rootstock wäre es aber dann Layer 3. Also Layer bedeutet Schicht, ne? Und je höher die Schicht geht sozusagen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, desto schneller und günstiger werden Transaktionen, ja. Und die sind immer noch abgesichert, aber von dem Layer drunter. Ja, und der Vorteil ist halt, durch diese Layer 2 bekommst du halt auch, sagen wir mal, erweiterte Smart Contract Fähigkeit in Bitcoin, ähnlich wie Ethereum. Also dort ist auch die Programmiersprache Solidity. Allerdings hat sowas natürlich Probleme, weil du kannst Fehler machen, du kannst Endlosschleifen machen, und der Vorteil von Bitcoin ist halt, dass du eine einfache Skriptsprache hast, die hundertprozentig ausgeführt wird, also weil du keine Schleifen drin hast. Und das Problem von Programmierschleifen ist halt, wenn du da einen Fehler machst, dann läuft das Ding endlos. Es sei denn, man baut wie bei Ethereum sozusagen ein, dass er deswegen ist ja bei Ethereum das Gas oder das Gaslimit eingeführt worden. Also ein Smart Contract darf auch nur eine bestimmte Menge an Gas verkaufen und oder nicht verkaufen, gebrauchen. Ja. Und du musst dem Smart Contract auch genügend Geld mitgeben. So, also das sind zwei Limits, die man da eingebaut hat, um quasi die endlos Rechenarbeit nicht zu haben und Verträge oder Programme abbrechen zu können, und zwar definiert. Das heißt, alle, die es hinterher nachrechnen, brechen am gleichen Punkt im Programm ab. Ja, hatte ich letztens in dem Video gesehen, was du mir geschickt hast von dem Professor Antonopoulos. Andreas Antonopoulos. Genau. Das. Und nachdem wir das jetzt sozusagen uns mal die Zahlen angeschaut haben, gehen wir, das ist witzig aufgebaut, die Seite, aber dann kommt erstmal die Erklärung eigentlich, was ist denn eigentlich DeFi und warum gibt es denn eigentlich DeFi Pulse? Und da sagen sie hier, das ist einfach, wie ich schon gesagt habe, die Seite, wo man die neuesten Analysen und die neuesten Rankings von DeFi im Bereich des DeFi sozusagen sich angucken kann. Und ich finde das ganz in Ordnung. In dem Sinne ist es eigentlich wie ein kleines CoinGecko, nur halt sehr spezialisiert auf den DeFi-Bereich. Ne? Und deutsches Wort für Ranking sind Ranglisten. Ne? Ranglisten, genau. Die erstellen sozusagen Ranglisten. Danke. Danke. Hier gucken wir auch gleich nochmal oben nach. Die geben auch den DeFi Pulse Pharma. Das ist eine E-Mail, ein Newsletter wieder raus. Wer jetzt wirklich tief einsteigen möchte und DeFi Farming, sozusagen Yield Farming, also Zinsfarm betreiben möchte, der kann sich bestimmt auch mal in diese Liste einschreiben und kann da mal ein bisschen nachlesen. Genau. Und da gehen wir einfach mal nochmal wieder ganz hoch auf die Seite. Ja. Und weil wir hier ja auch noch den Bitcoin at Work sehen, jetzt gucken wir uns ganz kurz, bevor wir die Seite verlassen, hier nochmal an. Locked in Payments. Ah, da gehen sie also hin. Schau an. Weil wir uns ja vorhin gewundert haben, wo die ganzen Bitcoins hingehen. Im Lending, hier unten, im Lending gehen sie nach unten. Sie sind wahrscheinlich ins Lightning reingegangen, oder? Auch. Und in Payments. Bitcoin, in Payments, schauen wir mal. In XDAI sind sie gegangen. Mhm. Auch schon mal gehört, aber auch nicht mehr. Nee, das steht Lightning Network, Platz 1. Ach, hier, ja, okay, genau. Ja, das ist ja klar, dass da der meiste Bitcoin drin steckt. Ja. Aber ist gesunken. Also in XDAI rein, in Bitcoin, das ist, glaube ich, es geht noch nicht. Wäre aber auch mal ein interessanter Podcast, mal zu erklären, wie diese Stable und IOU-Coins funktionieren und was da so die Unterschiede sind. Ja. So, machen wir weiter. Das war Bitcoin at Work. Das ist Bitcoin at Work sozusagen. Wie Mensch at Work. Bitcoin at Work, würde ich jetzt sagen, da geht es darum, wie viel Bitcoin jetzt, wir hatten ja hier gesehen vorhin, wie viel Bitcoin ist gebunden in DeFi-Protokollen. Das war ja am Fall.
Aber Bitcoin at Work zeigt uns an, dass immer mehr Bitcoin den Weg auf die Ethereum-Blockchain findet, in Form von hier der Marktleiter, der Marktführer sozusagen, Wrapped Bitcoin. In Form von Wrapped Bitcoin haben wir einen großen Anstieg an Bitcoin. 137.900 Bitcoin auf als Wrapped Bitcoin auf der Ethereum-Blockchain. Magst du kurz das Prinzip erklären, wie die Bitcoin da in Ethereum reinkommen? Ich würde sagen, das funktioniert. Angeguckt habe ich es mir natürlich nicht. weißt du es? Kannst du es sagen? Ja, im also Prinzip, man zahlt bei einem Anbieter, also in dem Fall bei Wrapped Bitcoin, da gibt es, glaube ich, auch irgendwo die bbtc.network. Dort zahle ich halt meine Bitcoin an eine bestimmte Adresse und kriege dann dafür entsprechende Token auf der Ethereum-Blockchain. Okay. Also im Prinzip ist das wie früher im... Sag mal, als das Papiergeld eingeführt wurde, da hast du deine Münzen zum Kaufmann oder zu einer Bank gebracht und hast eine Quittung bekommen dafür. Und diese Quittung ist dann später genommen worden, um Sachen zu bezahlen. So ist ja das Papiergeld bei uns entstanden. In China im Prinzip ähnlich. In China ist Papiergeld ein bisschen anders entstanden. Da ist der Kaiser rausgegangen und hat halt sich Gold geben lassen und hat denen eine Quittung geben lassen. Nicht Gold, Silber. Aber im Prinzip das gleiche Prinzip. Es gab Quittungen für hinterlegtes Geld. So, und hier ist es halt auch so, dass der Bitcoin dann in ein Anrecht umgewandelt wird, weil so ein WBTC-Token ist ja ein Anrecht, später irgendwann mal wieder einen echten Bitcoin oder mehrere zurückzubekommen. Und auf diesen Zug sind natürlich auch noch weitere Anbieter aufgesprungen, haben wir ja vorhin gesehen, da... Genau, SBTC und wie sie alle heißen, RenBTC, HBTC und so weiter. Das ist hier von Wobi, das ist von der Börse, genau. Richtig, ja. Und ich denke mal, auch auf anderen Smart Contract unterstützenden Blockchain, auf alle Fälle auch auf Binance und Tron, wird es da halt auch sowas geben. Ja, genau. Jeweils mit den ganz eigenen Anbietern. Aber die Funktionsweise ist immer gleich. Ne? Ja. Okay. Ist ein ähnliches Prinzip bei Tether oder bei den anderen Stablecoins, wobei diese bei den Stablecoins, die als Stablecoins bezeichnet werden, ist in meinen Augen IOU-Coins, weil du, wenn du da einen US-Dollar reingibst oder wenn du die einlöst, die Token, kriegst du ja erstmal einen Chiral US-Dollar und den kannst du dann erst wieder bei einer Bank in einen echten Papier-US-Dollar tauschen. Also sprich, haben wir hier noch bei Tether sozusagen noch eine Abstraktionsschicht mit eingeführt. Ja, und die haben auch ein interessantes Geschäftsmodell, diese Gesellschaften, die solche Token da ausgeben. Okay. Weil die verkaufen die ja zu einem höheren Preis und kaufen den zu einem niederen Preis wieder zurück, um den Preis selber stabil zu halten. Das heißt, wenn der Markt mehr Tether nachfragt, ist der Preis ja höher als $1. Und die verkaufen dann neue Tether für $1, $2. Und wenn der Markt zu viele Tether hat und der Preis unter $1 sinkt, von mir aus auf 98 Cent, dann kaufen die Tether für 98 Cent wieder zurück, um den Preis wieder nach oben zu bringen. Ja. So, und dadurch haben sie locker mal so 2-4% Marge. Und wenn das mehrmals am Tag passiert, da... Ja, und das bei 22,5 Milliarden Dollar Tether, die es insgesamt gibt. Also da kommt einiges rum dann an Prozenten. Ne? Ja gut, aber es ist nur an der Spitze, was dann passiert. Ne? Ja. Gut, machen wir weiter. Aber auch wieder interessant, die Statistiken zu sehen, dass da ein Anbieter halt über 50% des Marktes. Das und vor allen Dingen das hier noch, das ganz Wichtigste, die Custodial Dominance, also sprich, du musst wieder jemandem vertrauen. Es gibt wieder einen Mittelsmann, der dir sozusagen Dollar abnimmt und dir dafür einen Krypto-Dollar gibt. Ja. Aber das wahrscheinlich im Vergleich zu DAI, ne? Im Vergleich zu DAI, genau. Ja. Wo man ja Ethereum in das Protokoll gibt und dafür oder ein jeweils, was das Protokoll einem halt abnimmt und dafür dann das DAI bekommt. Das ist dann kollateralisiert. Gibt es aber auch auf der Seite noch eine schöne Erklärung,
zum Unterschied zwischen Custodial und Collateralized Stablecoins. Da gibt es noch einen zweiten SUSD, ach noch weitere ja. MUSD und DUSD. Mhm. Ja, genau, jeweils immer von anderen Anbietern, genau. Mhm. Das hier ist also, hier hat man ja, das ist ja von Tether selber, das ist hier von Coinbase, das ist hier der Binance US Dollar, also von Binance, Pax wohl. Hier ist auch wieder so eine Investmentgesellschaft, die sowas Dinge rausbringt. Ah, ja. Ja, die wissen, wo es Geld liegt, ne? Okay. Genau, haben wir auch schon Kryptodollars sozusagen uns mal kurz damit beschäftigt. Wer also Statistiken zu Kryptodollars sich angucken möchte, oder zu den IOU-Coins im Prinzip, der ist hier, dem wird ja auch gut geholfen. Ja, Coins sind es nicht, sind Token. Oder genau, IOU-Token. Entschuldigung. Genau. Dann gehen wir IOU, ganz kurz. Weißt du, was das heißt? IOU, oder? Einfach nur, also ich schulde dir. Richtig, etwas. Genau, ich schulde dir, ja. Genau. Hier, wir reden ja die ganze Zeit ums Lending und Borrowing, also ums Borgen und Verleihen von Währung bzw. dezentralisiertes Borgen und Verleihen. Jetzt ist es für mich auch mal schön gewesen zu sehen, dass insgesamt sozusagen eine halbe Milliarde Dollar an Zinsen generiert wurden mit diesen Protokollen. Und das sind, also wenn man auf die, wenn ich auf meinem Tagesgeldkonto gucke, was ich da an Prozenten an Zinsen bekomme, ist das schon, wenn wir mal hier ganz kurz ein bisschen runterscrollen, was man hier dann sozusagen 4,8% bekommt von dem Compound, wenn man ihm sein Geld verleiht, das sind schon ordentliche Zahlen, muss ich sagen. Also da überlege ich mir schon, ob ich nicht mein Tagesgeldkonto sozusagen in mir einen Stablecoin umwandle und das mit 4,8% pro Jahr verleihe. Also ich meine, man muss natürlich wieder auf die Sicherheit des Protokolls achten, aber 4,8% klingt in meinen Ohren ganz gut, muss ich sagen. Ja gut, ich habe ein anderes Angebot für Euro, das liegt ein bisschen über 4%, allerdings hast du da die Garantie, dass das ganze Jahr durchschnurrt. Und hier denke ich mal, diese 4,8% ist eine momentane Angabe, oder? Ja, die sind, genau. Die sind also der kann ja morgen dann plötzlich 2,3 sein. Das kommt immer, das gibt eine schöne Korrelation dieser Werte mit dem jeweiligen, mit der Gesamtvolatilität des Marktes. Also die fällt und steigt auch mit dem, wie stark Ethereum steigt oder fällt. Gerade im Preis. Aber ja, aber auch hier sehen wir, Compound ist dominierend. Hm. Ja, hier also sozusagen, hier geht es Composite, also verbunden über alle Kryptodollars, die wir hier sehen, die da verliehen oder ausgeliehen werden. Wenn es jetzt nur um DAI geht, sieht das Ganze schon wieder anders aus. Wenn man sozusagen DAI an das Compound verleiht, dann bekommt man 6%. Jetzt kann ich aber nicht die Möglichkeit, das hier zu sortieren, weil ich sehe ja, 6% sind anscheinend gar nicht Marktführer, sondern auch selbst wenn es flexible Zinsen sind, nur für einen Tag mal 11% jährlich, also 11,3% durch 365 Tage natürlich zu bekommen, schon nur einmal diese Luft, das zweistellige Zinsbeträge zu atmen, finde ich spannend und interessant. Ja, aber noch interessanter ist für Borgen 105%. Das stimmt, da nehmen wir natürlich dann wieder Maker lieber. Aber der Herr Awe kommt ja zu uns und dann können wir den diesbezüglich auch mal ein bisschen fragen, wie die ja. Diese Zinssätze für Borgen und Verborgen berechnen. Die bei Awe, also bei Awe, die haben letztens sozusagen, nehmen jetzt immer mehr verschiedene Token auch als Kollateral an. Also wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen. Erklär mal Kollateral, den Begriff. Also das ist sozusagen als Pfand. Als Pfand an. Bei Aave habe ich jetzt ich habe ja schon mal erzählt, man kann ja, die dezentralen Börsen brauchen ja Liquidität, damit sie mir und dir Token verkaufen bzw. abkaufen können. Und man kann jetzt selber der dezentralen Börse Liquidität zur Verfügung stellen und dafür erhält man einen Token auch wieder, wie würde ich Sie wieder sagen, einen IOU-Token, mit dem man sein Geld aus dem Liquiditätspool später wieder herausbekommen kann. Jetzt hat man natürlich, dass man bekommt Transaktionsgebühren von der Börse ausgezahlt sozusagen, aber man hat trotzdem, man kann damit mit dem Token eigentlich nichts machen. Und Aave hat gesagt, jetzt könnt ihr uns diese Token auch als
als Leihgabe bzw. borgen als Kollateral wieder oder verleihen sozusagen und euch dann auf diesen kollateralisiert, auf diesen Liquiditätstoken Dollar auszahlen lassen. Weil der Token selber hat ja einen Wert, da er einen Prozentsatz an dem Liquiditätspool des Tokens darstellt. Finde ich eine coole Idee. Mhm. Also wir könnten gefühlt einen ganzen Tag über Neuerungen reden und trotzdem nicht hinterherkommen. Was in diesen Bereichen gerade passiert, ist phänomenal und super schnell. Und es gibt immer was. Aber wir wollen ja die Neulinge nicht so abhängen. Genau, wir wollen die Neulinge nicht abhängen. Hab das einfach mal schon mal gehört. Leihen und Verleihen von Geld könnt ihr hier machen. Wer sich allerdings für 105% DAI bei Aave leiht, macht es nicht. Dann geht er lieber noch zur Bank. Vielleicht morgen. Heute nicht. Vielleicht morgen, genau. Und dann würde ich noch ganz kurz Earn Income, also sprich, wie man Einkommen generieren kann bei DeFi, sprich Zinseinkommen. Und dann sagt es einem hier, ich habe folgende Währung und ich habe davon so und so viel. Sagen wir mal, ich habe 250 DAI. Was können wir denn noch haben? Wrapped Ether oder SAI ist auch ein Stablecoin. Oder ich sage, ich habe einfach mal DAI. DAI ist einer meiner Lieblings-Stablecoins. Wie viel kann ich denn mit 250 DAI an Zinsen generieren? Und dann schreibt sie das immer hier schön auf. Ich kann also pro Monat 2,36 Dollar Zinsen generieren mit 250 Dollar DAI, die ich jetzt in eines dieser Protokolle stecken muss natürlich. Und da fängt es aber schon wieder an, wir haben darüber gesprochen, hohe Transaktionsgebühren in Ethereum. Es lohnt sich also erstmal entweder erst bei höheren, bei größeren Werten, da die Transaktionsgebühren zurzeit für sowas, würde ich sagen, mal so zum Verleihen dieser 250 Dollar, denke ich mal, kostet bestimmt zwischen 50 und 80 Dollar zurzeit, weil das Netzwerk ganz schön verstopft ist. Wir hoffen einfach auf Ethereum 2.0, dass das die Lösung bringen wird. Genau. Genau, da zeigen wir uns. Aber man kann jetzt schon Informationen sammeln, um dann, wenn die Transaktionsgebühren wieder günstiger wären, gleich loszulegen. So ist es. So ist ich denke nämlich dann auch, dass die Sachen dann weiter boomen werden, weil hier 250 Dollar reinzutun und dann 20 Euro Transaktionsgebühren zu haben und 2 Euro noch was gewinnen, das bringt es dann auch nicht. Das stimmt. Also viel Hoffnung auf Ethereum 2.0 und lass es mal dann auf Centbeträge sinken, die 250 Dollar zu verleihen. Da kann man Sparpläne draus machen. Mhm. Ja, also es wird spannend. Es wird spannend. Wenn das soweit ist, machen wir noch mal ein Video dazu. Und dann kostet es auch nicht so viel, dann können wir das auch mal direkt benutzen. Dann können wir das mal zeigen bestimmt. Genau. Nachdem wir das jetzt aber, also sprich, den Weg gezeigt haben, wie man auch Einkommen generieren kann in Form von Zinsen, um das ganze verstaubte Geld, was auf dem Konto sowieso nur Motten ansammelt, auch mal zu was Guten zu nutzen, gucken wir noch mal ganz kurz auf die DeFi-List, die sie uns hier zusammenstellen. Und das ist hier sehen wir es schon, die heiße Liste, die uns DeFi Prime zur Verfügung stellt, mit den DeFi Applications, also die DeFi Protokolle und DeFi Programme, die es halt für Ethereum gibt. Hier wieder unterteilt in Borgen und Verleihen. Das sind im Prinzip nochmal, haben wir schön verlinkt. Jeweils kommen wir zu den einzelnen Projekten hin, mit einer kurzen Erklärung dazu, was es eigentlich ist. Und dann geht die Liste bis zum Ende so weiter. Hier haben wir nochmal Maker, Warp Finance, alles witzig. Trading haben wir dann hier wieder, Augur oder Curve. Über Curve hat man ja schon gesprochen. Und wie sie alle heißen. Also hier sind alle DeFi-Projekte hinterlegt, die DeFi Prime kennt, beziehungsweise die sich bei DeFi Prime auch vorstellen wollen. Denn die Liste ist von DeFi Prime zwar zur Verfügung gestellt, aber man muss sich anmelden, um auf die Liste zu kommen. Ja, genau, hier haben wir nochmal Uniswap und so weiter. Ich würde jetzt nicht die Liste unbedingt komplett durchgucken, weil es geht halt, haben wir alles zwar schon mal auch gesehen während des Videos. Hier haben wir noch Wallets, Argent Wallet, sehr zu empfehlen fürs Handy. Da machen wir aber, da erinnere ich mich, da wollten wir auch noch ein Video machen, zur Argent Wallet und auch zur MetaMask Wallet. Und so weiter. Also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr schöner Einstieg, wenn man mal von DeFi jetzt
vielleicht sich ein paar Stunden damit beschäftigt hat und von irgendeinem Projekt mal gehört hat und aber nicht genau weiß, was die eigentlich machen, diese Liste hier bei DeFi Pulse hilft einem weiter. Ja. Genau. Genau. Und damit gucken wir noch kurz in den Blog. Ich gehe mal, jetzt bin ich doch schon ganz schön weit runtergekommen. Ich gehe nochmal wieder hoch und gucke nochmal in den Blog rein, denn auch DeFi Pulse lässt sich nicht nehmen, uns zu unterrichten über die neuesten und heißesten DeFi-Nachrichten, beziehungsweise wir geben uns auch nochmal Analysen und Ranglisten. Genau. How to, wie kommt man ins DeFi Pulse Leaderboard, also sprich in die Bestenliste. Und das wird ein Blogartikel darüber sein. Genau. Und hier sehr spezielle und sehr, hier, das ist das, was ich gesagt hatte, hier wird nochmal erklärt, was eigentlich Crypto-Dollars sind, die wir ja vorhin gesehen haben, also Tether oder DAI, wie die funktionieren und die Unterteilung auch nochmal. Aber schon sehr spezielle und sehr, sehr, sehr fortgeschrittene Artikel. Also für Anfänger jetzt nicht unbedingt zu empfehlen. Da empfehle ich dann, wie gesagt, die Lernplattform von CoinGecko oder CoinMarketCap, die wir uns im letzten Video angeschaut haben. Ja. Genau. Ja, nochmal ein Jahr im Rückblick. Genau. Also sprich, zu allem, was sie auf der Seite eigentlich anbieten und zu allem, was wir hier erzählt haben, gibt es nochmal einen kleinen Artikel dazu, der kann nachgelesen werden. Und damit sind wir eigentlich mit DeFi Pulse durch. Gut. Dann danke ich dir, Mario, aber das Video ist jetzt noch nicht zu Ende. Wir haben jetzt nur Halbzeit. Genau. Wir gucken uns ja noch DeFi Prime an. Genau. DeFi Prime, jetzt gehe ich mal hier oben, haben wir DeFi Prime, da habe ich auch schon was vorbereitet. DeFi and Open Finance. DeFi Pulse war jetzt, hatte ich ja schon, sage es nochmal, war jetzt eher eine Statistikseite, das habt ihr ja gesehen. Hier für die Zahlen-Nerds und für die ein bisschen schon tiefer einsteigen wollen, dann DeFi Pulse. Und DeFi Prime ist eine Sammlung auch nochmal von DeFi-Projekten, die aber hier nochmal ein bisschen besser erklärt wird, sozusagen, was die Projekte eigentlich machen. Und, da kommen wir gleich noch dazu, das haben wir vorhin gesehen, hat nicht nur Ethereum, die sie hier anbieten, ne? Sondern auch noch zu manch andere Chain. Aber da kommen wir noch dazu. Hier sehen wir also eine Unterteilung. Hier nochmal die Erklärung, was eigentlich DeFi ist. Wir wollen das alte Finanzsystem umwandeln, um es sozusagen trustless, also wir wollen die Intermediäre aus dem System rauskriegen und wir wollen vor allen Dingen, dass das alles läuft, ohne dass wir uns gegenseitig vertrauen müssen. Sondern es läuft einfach basierend auf Code. Transparent auf Protokollen, die ohne Intermediäre laufen. Genau. Ja, das ist die erweiterte Definition von DeFi. Also sprich, dass man dezentrale Gelder, dezentrale Währung, dezentrale Finanzen als DeFi abkürzt. Ja. Und nicht nur das auf Token, auf Ethereum und so weiter reduziert. Ja. Das versuchen die ja, genau. Mhm. Deswegen haben sie, da müssen wir aber gleich nochmal reingucken. Hier sehen wir also nochmal unterteilt, wie man eigentlich die DeFi-Projekte unterteilen kann in Sparprotokolle, in Analyseprotokolle, in Asset-Management-Protokolle, Werkzeuge. Also sprich Anlage-Werkzeug, Anlage-Manage-Werkzeuge. In DAOs kann man DeFi noch unterteilen. Derivate, was ist eine DAO? Eine DAO, eine Decentralized Autonomous Organization, also eine dezentrale, unabhängige Organisation. Ich würde das so erklären, wie es ist wie so eine kleine Firma, die geleitet wird von Leuten, die Anteil an dem Token der DAO haben. Also wie zum Beispiel Maker. Maker ist eine DAO und jeder, der einen Maker-Token hat, kann abstimmen darüber, was Maker mit seinen Finanzen macht. Oder inwiefern sie das Protokoll ändern sollen. Habe ich das richtig gesagt? Ja, ich würde sagen, das ist wie eine Genossenschaft. Noch besser. Jedes Mitglied oder wie eine Aktiengesellschaft, jedes Mitglied ist gleichberechtigt, aber du hast halt keinen Vorstand und keinen Aufsichtsrat. Ja. Sondern genau. Es wird halt über bestimmte, entweder Mehrheitsentscheide oder was auch immer, wird halt entschieden.
Und das Problem bei der DAO ist halt, dass die DAO im normalen Rechtsverkehr, also außerhalb der Kryptowelt, als Organisation nicht anerkannt ist. Das wird aber auch eine Frage sein an dem Markus Büch, mit dem wir nach Ostern einen Podcast abhalten werden. Der hatte mal einen sehr guten Vortrag vor einigen Jahren gemacht, wie halt so sich diese Rechtsformen entwickelt haben, weil die juristische Person gab es ja früher auch nicht. Das ist ja ein Konstrukt, wie eine Firma Rechtsgeschäfte machen kann. Weil früher war es nur möglich, zwischen Personen Rechtsgeschäfte durchzuführen. Ja, okay. So, und das wird halt noch eine Herausforderung, wie eine Firma, die keinen Leiter hat, wo du niemanden ja. Kopf kürzer machen kannst, wenn da irgendwas schief geht, wie kannst du mit der Geschäfte machen? Das ist das Spannende, was ich finde, die DAOs, die haben zwar keine, sozusagen keinen Schlangenkopf, den man abschlagen kann, aber die haben unglaublich viel Kapital im Hintergrund. Also zum Beispiel Uniswap ist selber an sich ja, würde ich jetzt sagen, auch wie eine kleine DAO, weil die auch ihren Unitoken als Governance-Token ausgeben. Und die haben mittlerweile mehr Geld als Consensus. Und das hauen sie raus an Projekte, die sozusagen den Ethereum selber vorantreiben wollen. Das aber, wenn ich mich recht entsinne, auch alles abgestimmt von den Uniswap-Token-Holdern. Schöne Sache. Also DAOs sind ein sehr interessantes Konstrukt und ich hoffe, dass es da irgendwann einen rechtlichen Rahmen gibt, in dem die auch anerkannt werden irgendwie. Aber ich denke, wenn erstmal ein paar Milliarden Dollar um die Ecke kommen, die gebunden sind in so einer DAO und die wirtschaftlich tätig werden wollen, auch in der echten Welt, sage ich jetzt mal so, da wird sich ein Weg finden. Ja, es ist der Zug bezüglich Tokenisierung, NFTs, also nicht fungible Token, der fährt ja jetzt gerade erst los. Und in dem Zusammenhang wird es vermutlich da auch Richtung DAOs mehr geben, kann ich mir vorstellen. Es ist ja eine andere Diskussion in der normalen Welt mit den selbstfahrenden Autos. Die müssen ja dann auch, wenn das Auto selber fährt, ich habe ein Taxi, entlasse das ins eigene Leben. Und das muss mir quasi Tribut zahlen, weil es mein Sklave ist, aber das Taxi muss ja alleine tanken, muss alleine in die Werkstatt fahren, muss die auch bezahlen. Und hier habe ich halt so ein Konstrukt in der Finanzwelt. Also das wird noch interessante Herausforderungen geben, die man halt lösen muss und wahrscheinlich auch wird. Ja. Was haben wir bei Yield-Aggregators? Unten rechts, was ist da drin? Yield-Aggregatoren, gucken mal rein, ganz kurz, was sie da darunter verstellen. Also sprich, ein Aggregator, ne? OneInch ist ja ein DEX-Aggregator sozusagen, also ein dezentralisierter Exchange-Aggregator und Yield-Aggregatoren, würde ich sagen, die gehen los und gucken, wo man den besten Yield, also sprich die besten Zinsen für sein Geld bekommt. Beziehungsweise Yield nicht in Form von Zinsen, sondern es ist ja, Yield Farming ist ja schon wieder was sehr Fortgeschrittenes im DeFi-Sektor, was man vor allen Dingen als Liquiditätsprovider, also Liquiditäts zur Verfügungssteller benutzen kann, um die 0,3%, die man bei Uniswap für jeden von jeder Transaktion bekommt, um die nochmal ein bisschen wertvoller zu machen sozusagen. Und hier würde ich mal sagen, sind das Protokolle, die einem das vereinfachen sollen. Weil Yield Farming ist eine ganz schön anstrengende Sache. Ja. Wobei ich Aggregator da immer ein bisschen blöden Begriff finde. Ein Aggregator sammelt was zusammen und die Diskussion, die ich mit dem Sergei auch immer habe, ich bezeichne es immer als Metadex und er will immer Aggregator genannt werden. Aber er aggregiert nichts, sondern mein Geld teilt er auch. Er aggregiert die Liquidität aller dezentralen Börsen. Nein, er aggregiert die nicht, er verteilt die. Das heißt, ich schmeiß bei ihm 10 Ether rein und er guckt, wo ich die halt, und er teilt den Strom. Bei Uniswap kann ich halt 3 Ether in DAI tauschen, bei SushiSwap 2,5 und bei den anderen und so weiter. Und er guckt da halt nach. Also das ist für mich kein Aggregator. Aggregator ist jemand, der aggregiert, der sammelt. Okay. Aber egal, das ist eine Philosophie-Sache. Es gibt wie überall immer für mehrere Sachen noch mehr Begriffe. So BSC, wie es aussieht, ist wahrscheinlich Binance Smart Chain. Aha. Genau. Klick da mal drauf. Was wir vorhin gesagt haben. Genau. Hier haben wir erstmal die Yield-Aggregatoren, jeweils hier
mit einem Symbol, auf welcher Chain sie sind. Und jetzt gehen wir mal nur sortiert nach der Binance Smart Chain, wo ich nicht verstehe, warum die mit klein geschrieben wird, weil normalerweise wird die eigentlich in groß abgekürzt. Und da sehen wir also einen Yield Aggregator auf der Binance Smart Chain, ist sozusagen zum Beispiel Pancake Bunny, habe ich so noch nicht gehört. Welcher Name, ja, Pfannkuchen, Häschen. Das war vor allem für Ostern. Ja, wahrscheinlich ist dir nichts Besseres eingefallen und ist da eine hübsche Frau vorbeigelaufen und dachte so, okay, nennen wir jetzt hier Pfannkuchen, Häschen. Vielleicht. Auf jeden Fall, die Namen von den Projekten sind alle sehr witzig. Ja. Pickle Finance habe ich vorhin gerade noch gesehen. Also es, ja. Also und dann haben wir auch noch den Value DeFi Aggregator. Hier sehen wir sozusagen, der ist auf der Binance Chain und auch auf Ethereum verfügbar. Und BEARNFi, alles habe ich alles selber noch nicht benutzt. Das ist jetzt einfach nur mal, um auch mal über Yield Farming zu sprechen. Auch wieder auf der Ethereum und auch auf der Binance Smart Chain. Mhm. Aber nur haben wir ja vorhin eigentlich gesprochen darüber. Oh, da gibt es noch DAO. Gehen wir da runter auf DAO. Das ist, denke ich, das ist die gleiche Liste, die wir vorhin auch hatten. Ja, vorhin war es aber Kombi, DAO und Governance. Ja, stimmt. Okay. Das sind also die DAOs, die DeFi Prime selber jetzt kennt. Hier ist nochmal die Erklärung einer DAO. Und da gibt es, habe ich ihn schon mal gehört, Aragon, von denen habe ich schon mal gehört. Das ist schon eine ältere. Ja, genau. Ne? Die gibt es schon seit ein paar Jahren. DX DAO, glaube ich, auch schon mal gehört. Ja, dann hört es auch schon auf. Aber gut zu sehen, die meisten, beziehungsweise die sind eigentlich alle auf Ethereum. Also Ethereum ist halt einfach mal der Platzhirsch, was das angeht. Ne? Mhm. Okay. Na gut. Jetzt suche ich aber deine Lieblingschain hier die ganze Zeit, den Bitcoin. Wo findet man denn den Bitcoin mal? Wo macht denn der Bitcoin mit? Was denkst du? Wir hatten den vorhin. Wo war denn das? Wo haben wir denn vorhin? Bei Asset Management Tools, oder? Gucken wir mal ganz kurz. Oder rein. Dort, ja. Ah, gucken wir mal. Hier genau, richtig. Asset Management Tools gibt es also für Ethereum, für EOS und wie sie alle heißen. Ach, und auch für Android auch. Mhm. Ja, das ist hier die Argent Wallet. Auf die muss man unbedingt noch zu sprechen kommen. Aber jetzt gucken wir doch mal Asset Management Tool für Bitcoin. Schauen wir mal. Und ich gehe mal davon aus, dass es sozusagen ein Asset Management, also das ist ein, man zahlt dann seine Bitcoin dort ein und die verwalten die einem dann, um maximale Gewinne rauszuziehen. Ich glaube, das BitPi oder BitPi ist auch eine Börse. Ja. Und Engine ist, glaube ich, auch so ein, so ein Energietoken. Und die haben wahrscheinlich da auch eine eigene Wallet, sehe ich gerade. Ja. Und da unten haben sie auch so ein paar Token-Standard, 700 ERC 721 und ja. ERC 1155 sind so richtig Richtung Energie- und NFT-Token, so ein Multi-Token. Okay. Ja, also es sieht aus wie die meisten, dass es die meisten Apps von irgendwelchen Börsen sind, mit denen man halt im weitesten Sinne seine Assets, also seine werthaltigen Güter verwalten kann, indem man sie kauft und verkauft. Also aber was sie jetzt mit Bitcoin zu tun? Ah, wahrscheinlich die halten Bitcoins auch. Also du hast doch Bitcoin als unterstützte Währung. Ja, so würde ich das nennen, so würde ich es sagen, ja. So sieht das zumindest aus. Genau. So, das nach Betriebssystem sortiert, sehe ich, und nach Kryptowährung. Genau. Hier nochmal die sozusagen, also es ist eine, IDU hat also auch eine Android-Wallet. Und hier auch eine iOS-Wallet. Das ist heutzutage sehr wichtig. Um vor allen Dingen auch gegen diese ganzen Broker, die sich da gerade auf den Markt drängen, wahrscheinlich zu behaupten. Und den Leuten zu zeigen, hier, es gibt auch Krypto. Ihr müsst nicht nur Aktien kaufen und verkaufen. Es gibt auch tolle Apps, um Bitcoins zu kaufen und verkaufen. Token Pocket kenne ich auch. Die habe ich auch. Trust Wallet ist auch bekannt. Habe ich auch. Genau. Und ZenGo noch. Aber die kenne ich nicht. Nee. Aber, und das habe ich die ganze Zeit schon gewartet, dass wir vielleicht mal sowas finden.
Das Schöne an DeFi Prime ist, und das ist der Unterschied zu DeFi Pulse, nicht nur, dass man die Projekte hier besser sieht, sondern bei manchen Projekten haben sie auch schon Interviews mit den CEOs und Chefs der Protokolle geführt, beziehungsweise der Apps geführt. Und die verlinken sie dann jeweils hier in dieser Karte sozusagen drinne. Die kann man sich angucken und da wird dann der Chef darüber befragt, der CEO darüber befragt, was denn eigentlich das Projekt ist, was er da gerade vorstellt. Und ich muss sagen, wenn man keine wirkliche Ahnung hat, was es ist, ist das immer sehr hilfreich. Also ein schöner Service von DeFi Prime. Ich würde es mir von noch mehr wünschen, muss ich sagen. Also ich meine, wir sehen hier, wir haben uns jetzt einige angeguckt und wir sehen hier, habe ich jetzt den ersten Link mal gefunden. Ne? Die könnten da ruhig ein bisschen, hier, guck mal, hier haben wir noch einen. Okay. Aber trotzdem, etwas schwachbrüstig, muss ich sagen. Da können sie noch, da lässt sich noch ein bisschen was machen. Naja, das ist noch am Anfang, Mario. Genau. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. So ist es. Und generell haben wir hier also alles, was das DeFi hat. Aber Prediction Markets ist auch, guck mal da drauf. Prediction Markets, auch ein witziges. Knosis ist eine Blockchain, die gibt es schon einige Jahre, ja, kenne ich auch. Warum? Und dann hört es auf, gibt es noch drei Projekte. Omen.s und Polymarket. Gibt es eigentlich noch Augur, gab es, kannte ich mal. Aber Prediction Markets. Ja, Augur hat man vorhin gesehen. Ja, ich weiß gar nicht, warum das jetzt gar nicht mehr hier dabei ist. Weil Augur eher, glaube ich, so eine Future, so eine Wettplattform ist. Also du tust Wetten auf die Zukunft machen. Aber ich dachte, Prediction Markets sind nee, es wird anhand, wie die Leute auf irgendwas setzen, werden halt da bestimmte Quoten oder Wahrscheinlichkeiten ausgerechnet. Soweit ich mich erinnern kann, war das mal. Also bei den Prediction Markets jetzt, ja? Ja, und das ist... Okay. Prediction ist eher so Voraussage aufgrund von anderen Sachen und nicht wie die Leute denken, dass irgendwas passiert. Das ist wie wenn du gefragt wirst, was denkst du jetzt bei der nächsten Wahl, welche Partei gewinnt? Ja. So, und dann fragen sie alle, was denkt ihr denn, welche Partei gewinnt? Ja, Partei A gewinnt. Ja. Das heißt aber nicht, dass die selber der Partei A die Stimme geben würden. Ja, ich verstehe. Okay, genau. Haben wir also nur drei. Und alle drei auf Ethereum auch. Ich gehe mal davon aus, dass es bestimmt auch mehr gibt. Also die haben nur noch nicht den Weg zu DeFi Prime gefunden. Ja, aber das ist natürlich auch ein ziemliches Feld halt. Das Problem ist, Ethereum oder ganz Krypto hat halt zu viele Baustellen und da passiert halt zu viel. Ja, das stimmt. Es ist einfach, es ist wie das Universum. Es breitet sich schneller aus, als wir hinterherkommen können, habe ich das Gefühl. Genau, und ein Jahr in Krypto ist wie 10 Jahre in der Realwelt. So ist es. Gucken mal, was gerade noch neu hinzugefügt wurde. Also erst kürzlich hinzugefügt. Also die neuesten Projekte sozusagen haben wir alle noch nicht. Außer Pancake Bunny, was man ja gerade gesehen hat, habe ich gerade noch nicht gesehen. Und Acropolis hat man vorhin auch gesehen. Genau. Und Venus ist ein interessantes Projekt. Das kennst du, oder wie? Nö, kenne ich nicht, aber der Name klingt doch gut. Hat natürlich auch einen eigenen Token, ne? Männer kommen vom Mars und Frauen von der Venus. Ah, so in der aber hier Richtung, steht's, ja. Venus ist ein algorithmisches Geldmarkt und synthetischer Stablecoin-Protokoll auf der Binance Smart Chain. Also, da wäre bei sowas, wenn ich sowas lese, wäre ich vorsichtig, weil gibt es ja eigentlich in dem Sinne schon. Und Binance Smart Chain, aber viel Erfolg. Ich weiß halt nicht, ob das Gutes ist. Das ist jetzt der erste Eindruck. XVS, checkt aus. Hier habt ihr wieder den Link sozusagen. Wenn ihr dann in die Sachen reinklickt, sozusagen zum GitHub, weil, wie gesagt, sie haben es meistens ja Open Source, zu Twitter und zur eigenen Webseite. Da kann man sich dann tiefer reinlesen, was ist es eigentlich, weil das ist ein bisschen auch wieder ein bisschen wenig. Aber ist ja auch erst neu hinzugefügt. Aber da kann auch noch was dazukommen. Genau. Ja, sind wir wieder bei Lending. Compound. Cream Finance. Genau. So viel erstmal sozusagen zu der ersten Seite von DeFi Prime. Wenn einen jemanden etwas besonders interessiert, kann er reingucken und sich die Projekte angucken. Wir gehen nochmal an dem Recent, also an dem kürzlich hinzugefügten vorbei zum Blog. Auch hier haben wir natürlich wieder einen Blog mit Wissen, was sie einem vermitteln möchten.
Aber auch das ist wieder sehr fortgeschrittene Blogartikel sozusagen. Aber wer weiß, das Interesse ist ja breit gestreut. Vielleicht interessiert es ja auch unsere Zuschauer. Gibt es da auch Newsletter? Gucken wir gleich mal. Oh, hier haben wir noch die Upcoming, also die anstehenden Events. Alle wahrscheinlich offline. Oder nee, online, ja. Online, so nee, rum. Online steht da, nicht offline. Alle online, so rum, das freut schon besser. Und das Learning DeFi von Bottom Up Alpha. Mhm. Aber Learning DeFi genau. Vom Bottom Up klingt ja auch gut. Also das DeFi genau, von Anfang an lernen. Genau, das ist wieder eine neue Seite. Das ist anscheinend das Lernportal von DeFi Prime selber. Klicken wir drauf. Also, gehen wir mal zu Alpha selber. alpha.defiprime.com. Und ach, das ist eine Community sozusagen. Oder wie ein Forum sieht das für mich aus. Was auch wieder Wissen verteilt, würde ich jetzt sagen. Welcome to Alpha. Schauen wir mal ganz kurz rein. Das ist also ein Diskussionsforum, um Produkte und Projektideen sich anzuschauen, zu besprechen und sich gegenseitig sozusagen mit bei gestellten Fragen zu unterstützen. Also wie in den guten alten Zeiten des Internets, nur halt keine E-Mail-Listen mehr, sondern in Form eines Forums können sich Gleichgesinnte zusammenfinden und sich hier gegenseitig das Wissen multiplizieren. Finde ich eine gute Sache. Also quasi Klon von Bitcoin Talk, von der Idee. Ja. Bitcoin Talk war ja das erste große Portal, in dem halt viele oder auf dem halt viele Projekte vorgestellt wurden. Auch neue Blockchain-Projekte, auch Klons. Und glaube auch von Ethereum hatten sie da auch vorgestellt. Ja. Ja, genau. Die hatten sie auch vorgestellt. Genau. Sind wir hier wieder weg. Aber immer genau, auf Learning DeFi von Bottom-up, ja. Bottom-up, das ist also sozusagen einer der. Also, welche Seite, welchen Leuten, welchen Blogs sollte ich denn folgen, um alles über DeFi zu lernen, um der Evolution, in der Evolution hinterherzukommen? Was sind also die besten? Um nochmal die gleiche Frage. Genau. Ja, und natürlich. Wer hätte es gedacht? Ja. DeFi Prime Blog, DeFi Prime auf Twitter und DeFi Prime auf Telegram. Und natürlich hier auch DeFi.jetzt. Aber dass er uns hier nicht keine kostenlose Werbung gibt, das ist natürlich klar. Aber sehr zu empfehlen, also das ist ein Bankless. Der Bankless Podcast und auch Blog, allerdings wieder auf Englisch, aber ein sehr zu empfehlender Podcast. Also dem habe ich auch, dir glaube ich auch schon mal was weitergeschickt. Die hauen aber auch mehr Podcasts raus in der Woche, als man wirklich hören kann. Also bestimmt 2-3 Stunden Gespräche, die man da am Tag von denen kriegt. Ich habe die Zeit nicht dafür. Also, wie es schon mal gesagt hat, es ist ein dieses ganze System hier, in dem wir hier stecken, das ist wie ein Fuchsbau, aus dem man nicht wieder rauskommt. Ja. Nicht Fuchsbau, Kaninchenbau. Ein Kaninchenbau, genau. Ja, ein Kaninchenbau. Weil der Fuchs hat nicht so ein verzweigtes Netz wie die Kaninchen. Stimmt. Rabbit Hole heißt Rabbit es ja auch im Englischen. Na klar. Und nicht Foxhole. Das Foxhole ist doch das, in dem man sich versteckt. Ja. Ja, kann sein, ja. So. Genau, aber er zeigt natürlich nicht nur seine eigenen Seiten, sondern auch noch die einzelnen YouTube-Channel. Genau. Also waren das vorhin quasi Beiträge und Fragen, was da zu sehen war? Also, genau, Recent Topics at Alpha, also die aktuellen oder ja aktuelle Fragen vom Forum. Genau, also Forenbeiträge, die neuesten Forenbeiträge im Prinzip. Ja. Genau. Gut, hier unten, Monthly DeFi Products Newsletter. Genau, gucken wir mal hin. Das DeFi Prime Newsletter. Natürlich gibt es auch wieder Newsletter. Wenn man nicht schon genug Newsletter hat, kann man sich hier auch noch anmelden. Und da kriegt wer gerne Post bekommt. Sowieso. Es ist keine Wertung. Ich würde es jetzt nicht machen, weil ich habe schon, ich krieg genug Spam. Ich kann mich kaum mit dem beschäftigen, was mich jetzt schon beschäftige. Noch ein Newsletter dazu.
da gehe ich kaputt. Aber sehr zu empfehlen trotzdem. Also da gibt es immer sehr viel Wissen in diesen Newslettern. Ne? Und man kann sich ja von da aus ja noch weiterentwickeln. Also vom Newsletter weg und dann tiefer in bestimmte Systeme. Aber das kommt alle. Für den Anfang ist ein Newsletter nicht verkehrt. Genau. Ich würde noch mal kurz zurückgehen hier wieder. Und mal nach oben. Man kann den natürlich auch Ethereum zukommen lassen. Ne? Und zwar nicht nur auf diese Adresse, sondern auch sprich, wenn man das hier hinschickt, das ist sozusagen ein ENS, ein Ethereum Naming Service. Diese Adresse hier, der ist ja der Private, der Public Key, der Ethereum, dieser Ethereum Wallet sozusagen, diese wird aufgelöst in DeFiPrime.f vom Ethereum-Netzwerk. Also, wenn du ihn hier etwas schicken willst an Ethereum oder einen Token auf der Ethereum-Blockchain, dann kann man das auch an DeFiPrime.f schicken. Auch eine sehr, sehr witzige Sache. Und was dazu beitragen kann, dass nicht nur wir Nerds uns damit beschäftigen, sondern wenn man Geld auch an TorAlexander.f schicken kann, dann ist das schon ein guter Schritt in Richtung sozusagen Normalisierung, muss ich sagen. Mhm. Wenn ich hier nicht eine 30-zeilige alphanumerischen Code eingeben muss. Ne? Nicht 30-zeilig, 30-zeilig. Aber das gleiche Prinzip ist ja schon im Web angewendet worden für die Webadressen. Ja. Wenn du eine Webadresse eingibst, defi.jetzt zum Beispiel, dann werden halt Namenserver im Internet angefragt, welche IP-Adresse ist dahinter. Und hier ist das genauso. Genau. Und es gibt ja auch andere Blockchains, die das schon länger machen, wie bei NEM, bei Stellar zum Beispiel auch. Also die haben das schon seit mehreren Jahren mit dem Angebot. Du zahlst da zwar einmal dafür, einmalig, aber ja, das stimmt auch so. Ist trotzdem eine gute Sache. Man bezahlt $7 pro ENS-Domain sozusagen, also pro ENS-Name, also DeFi.prime. DeFiPrime.f hat $7 gekostet und dann zahlt man allerdings auch noch Netzwerkgebühren. Und damit wird es ein bisschen mehr als 7 Euro. Also ich würde sagen, ungefähr kosten vielleicht gerade das Anmelden für ein Jahr von so einer Seite vielleicht so 60, 70, nicht Seite, sondern von so einer ENS 60, $70. Ist das nur für ein Jahr oder ist das nicht unbegrenzt? Man kann es für ein Jahr. Ein Jahr kostet $7, man kann es natürlich auch für 10 Jahre im Voraus schon sich sichern. Mhm. Dann kostet $70 plus oder $40, ich bin mir nicht sicher, ob es $4 oder $7 sind, den Betrag mal Jahre, die man sich reservieren möchte, plus die generellen Transaktionsgebühren des Ethereum-Netzwerks, die gerade sehr hoch sind. Ja. Okay, genau. Gut. Guck mal hier nochmal ganz kurz, aber die Projekte haben wir uns ja eigentlich, haben wir ja auch in den Blog. Den hat man, glaube ich, auch schon gesehen. Den Blog haben wir uns angeschaut. Auch hier wieder in bite-sized Fashion, also sprich ordentlich portioniert, kann man sich einmal mal einen Wochenrückblick anschauen von DeFi Prime im Blog. Und ansonsten sind es wieder tiefergehende Wissensvermittlung. Ja, also alleine der wöchentliche Blog, den kann man sich bestimmt, oder man kriegt den vielleicht auch als Newsletter. Das weiß ich jetzt nicht. Mhm. Genau. Gucken wir nochmal ganz kurz. Oder man hinterlegt sich die Seite als Lesezeichen und schaut sie sich ab und zu mal an. Genau. Siehst du, guck mal, bei Projekten sind wir auch nur hier wieder runtergesprungen. Community, würde ich sagen, ist Alpha. Genau, da kommen wir hier, sehe ich links unten zu alpha.defi.prime.com, da waren wir ja auch schon. Wir gucken mal ganz kurz in die Rates. Ich gehe mal davon aus, das ist das Gleiche, was wir vorhin gesehen haben bei DeFi Pulse. Hier wird es wieder, kriegt es ein bisschen seinen Statistikcharakter wieder, die Seite. Und hier sehen wir also die Prozente, die uns verschiedene Stablecoins oder Kryptodollar bringen können. Also sprich, wenn wir jetzt da einen DAI haben, gibt der uns im Schnitt 7% pro Jahr. Heute bei 11% im Schnitt in den letzten 30 Tagen kriegt man auch noch angezeigt. Und das ist, wenn man jetzt wirklich sein Maximum... Und jetzt kann man natürlich da sitzen und das kann man jeden Tag selber vergleichen. Ne? Da kannst du losgehen und jeden Tag deine DAI von dem einen Protokoll in das andere Protokoll stecken, weil es da gerade gestiegen ist.
Oder man steckt es eben in solche Aggregatoren, die es einem ja dann für einen selber machen, sozusagen. Und wenn du nichts zu tun hast, kannst du das machen, und es gibt eine schwäbische Regel, hin und her, mach Taschen leer. Das ist es, genau. Das ist es nämlich. Und vor allen Dingen jetzt bei den hohen Transaktionsgebühren umso doller und umso schneller die Tasche leer. Deswegen, da bist du halt schneller fertig mit deinem Hin und Her. Das stimmt. Ich hatte auch mal so Load-Balancing-Dinge ausprobiert. Also erfolgreich war ich da nicht. Also erfolgreich in der Geldvernichtung. Ja. Ach, da warst du nicht erfolgreich in der Geldvernichtung. Also, es war hinterher weniger als vorher. Und ich hatte es halt ein paar Monate laufen lassen, aber so richtig alleine laufen lassen, ohne ständig einzugreifen. Und Dafür gibt es hier jetzt die Yield Aggregators, die wir uns vorhin angeguckt haben. Das Schöne an denen ist noch, wenn wir jetzt gesagt haben, hin und her macht Tasche leer, im Sinne von Ethereum ja gerade noch wegen der hohen Transaktionsgebühren ja umso mehr, sprich, dass der Moment, in dem du den DAI an ETH verleihst, ist eine Transaktion, die kostet. Und auch wenn du dein DAI wieder ausholen möchtest, ist auch nochmal eine Transaktion, du bezahlst also zwei Transaktionen mit den hohen Transaktionsgebühren, oder du steckst es in einen Aggregator rein, und der balanciert das natürlich im Hintergrund auch, jeweils auf die besten Zahlen, aber das Protokoll selber bezahlt die Transaktionsgebühren. Ja? Also sprich, aus den Gewinnen, die es ansammelt, mit den riesigen Summen, die ja von allen Leuten, die das Protokoll benutzen, zusammenkommen, bezahlt er dann im Hintergrund natürlich auch die Transaktionsgebühren, wenn er das jetzt da mal von AVE in Compound stecken würde, weil das jetzt besser ist. Ja, aber die Riesenersparnis ist das auch nicht. Das macht ein bisschen was aus. Kommt drauf an, wie oft du dein Portfolio Ja, das ist schon richtig. Da macht es auf alle Fälle Sinn, ja. Ja. Genau. Gucken wir nochmal ganz kurz in die Tokens rein. Um Himmels Willen, das sind sozusagen nochmal alle DeFi-Tokens, die es gibt, sortiert. Wonach eigentlich? Also reputable DeFi-Tokens, die zu Produkten zugefügt werden, die bei DeFi Prime sozusagen vorgestellt werden. Also sprich, es sind die Token, die Sie hier auf Ihrer Seite vorstellen von den Projekten. Genau. Und das sind einfach die Marktstatistiken noch dazu, sortiert nach, also weder nach, weder nach, nach dem Alphabet noch, nee, noch nach dem Preis. Ja, vielleicht nach Ethereum-Adresse. Das habe ich auch schon geguckt. Aber auch nicht. Auch nicht. Nee, also keine Ahnung, wonach das. Hier haben wir wieder unseren DeFi-Pulse-Index, sehr schön. Ansonsten sind das halt die Token von den DeFi-Projekten. Weil jedes gute DeFi-Projekt braucht natürlich auch einen Token. Das ist ganz klar. Ah, guck mal, hier haben wir gar keine Werte. Das läuft ins Leere sozusagen. Ja, genau. Ah, One-In-Exchange haben wir da auch. Wo haben wir es? Ja, genau, die One-Inch-Exchange mit dem Preis von $3.73 pro Token. Hier haben wir sozusagen den Kontrakt des One-Inch-Tokens selber, wo hinterlegt ist auf der Ethereum-Blockchain. Wir sehen abgestürzt 6,5%. Und das hier, was könnte es sein? Gehen wir Marktkapitalisierung oder Handelsvolumen? Vielleicht Handelsvolumen, gehen wir nach oben. Das 24-Stunden-Volumen und die Marktkapitalisierung. Okay. Oder 24 und eine Woche oder irgendwas, keine Ahnung. Geh mal nach oben. Na, ich hab's gerade geschaut hier. 24-Stunden-Volumen und die Marktkapitalisierung. Ah, okay. Also sprich, das ist ganz schön viel, muss ich sagen. Also bei einer Marktkapitalisierung von 500 Millionen, ein Handelsvolumen von 210 Millionen innerhalb von 24 Stunden zu haben, das ist beachtlich. Das ist wirklich ganz viel. Krass, also da ist ordentlich Bewegung drin im One-Inch-Token. Ja, was wir hier sehen. Die Hälfte des Markt, der Marktkapitalisierung an Volumen. Na, ja, sagen wir 40%, ja. Ja. Genau. Genau. Haben wir also die DeFi-Tokens auch. Und jetzt nochmal gucken wir uns nochmal die Events an. Obwohl wir sie vorhin schon gesehen haben, müssten ja drei an der Zahl sein. Genau, alle drei online. Scaling Ethereum, ganz wichtig, haben wir ja gesagt. Ne? Ethereum 2.0 und Sharding und Optimistic. Roll-ups. Das ist alles ganz schön fortgeschritten und man kommt aber nicht umhin. Also wenn ihr hier anfangt, euch wirklich mal damit zu beschäftigen, irgendwann werdet ihr auch beim Scaling ankommen und euch auch damit beschäftigen.
Genau, also hier haben wir sozusagen Monthly Newsletter nochmal, das Daily News auf Twitter und auch den Telegram-Channel. Auch wir haben ja den Telegram-Channel, ne? Genau. Und das ist hier nochmal erbaut. Und da haben wir auch DeFi Prime jetzt eigentlich, glaube ich, und haben DeFi Pulse und DeFi Prime mal besprochen. Und würde sagen, damit sind wir eigentlich durch. Haben wir genug geredet, oder? Richtig, ja. Haben wir auch lang genug geredet. Mario, ich danke dir. Danke, dass ich... Zuhörern, Zuschauern danken wir beide. Also, genau. Tschüss. Danke und bis bald.